Hallo, Marius Ebert hier. Wir spielen Frage und Antwort, kaufmännische Inhalte. Hier ist die Frage: Wie kann man wirtschaftliche Güter kategorisieren oder sagen wir einfacher einteilen? Wie kann man wirtschaftliche Güter einteilen? Nun, da gibt es keine eindeutige Lösung. Ja, das muss man verstehen. Bei solchen Fragen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich biete Ihnen eine sehr gängige, verbreitete Möglichkeit. Wir können diese wirtschaftlichen Güter einteilen in vier Kategorien. Strukturzahl also hier in meinem Fall vier. Und zwar einmal Konsum, Punkt, 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 ja, jeweils das Wort Güter dahinter. Dann Produktion, Produktionsgüter, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Sie sehen, die Unterscheidung ist hier, verbrauche ich etwas oder nutze ich es zum Produzieren. Dann Dienstleistungsgüter sozusagen, aber das sagen wir nicht, sondern wir sagen Dienstleistungen und Rechte. Und im Rahmen von Konsum kann man dann wieder unterscheiden in Verbrauchsgüter und Gebrauchsgüter. Das hatten wir an anderer Stelle. In der Produktion kann man unterscheiden in Verbrauchs- und Gebrauchsgüter. Gebrauchsgüter sind hier klassischerweise die Maschinen. Verbrauchsgüter sind die Rohhilfs- und Betriebsstoffe. Dienstleistungen, hier kann man unterscheiden in persönliche und sachliche. Darauf gehe ich in einem anderen Video ein. Und bei Rechten, da haben wir einfach Beispiele, Patente, ja, Lizenzen. Ja, das ist hier der Unterschied. Wenn Sie lernen wollen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute für Ihre Ziele, Marius Ebert.